So, schicken wir die Kinder heim. Haben sie einen guten Tag gehabt, haben Fische gefangen, bisschen ausgetobt, ein paar Leute gequatscht. So, eure Fischis sind im Kühlschrank. Freut sich die Familie. Zum Grillen hat es jetzt nicht mehr gereicht. Wieder streamen wir weg, wirklich. Das wäre jetzt ein blödes Timing. So kurz vor Schluss. Sie macht zu freiwillig Zusatzaufgaben. Ich ging kaputt. Ja, jetzt kommt auch die Begrüßung vom Bot. Ist doch mal wieder ein klasse Timing. Fehlt der Schluss. Zeig ich die Hausaufgaben noch fertig machen. Klasse Timing. Mein Streamprogramm zeigt mir das in der Regel gar nicht an. Außer, dass es so lang. Beziehungsweise andersrum. Wenn ich einen Internetausfall habe, dann sehe ich das. Wenn Twitch einen Schnitt macht, warum auch immer, wird mir das nicht angezeigt. Bei mir sind es noch 3 Stunden und 43 Minuten, bla bla bla. Du weißt Bescheid. Nur wenn bei mir das Internet einen Schluck auf hat, dann geht bei mir so ein rote Warndings an. Immer wieder schön.
klingt. Nun, dann haben wir ein bisschen Ordnung. Abgesehen von ein bisschen Geschirr ist es weitgehend ordentlich. Sie möchte nicht baden, wenn's Kind nebendran liegt. Selbst wenn's schläft. Ja, aber sonst bleibst du nicht in der Badewanne. Weil, man ist jetzt schon ein paar Mal beobachtet, wenn das Kind da im selben Raum ist, bleibt sie nicht in der Badewanne und macht sich nicht sauber. Die kennt da nichts, die lässt das Kind im ganzen Haus irgendwo schlafen. Hauptsache schläft, weißt du, und ist ruhig. Ja, jetzt hat sie festgestellt, dass sie schwanger ist. Sie ist sehr happy. Das heißt, wir können wahrscheinlich theoretisch sie zum Spucken ins Bad schicken. Aber das müssen wir ja nicht, ne? Wenn sie nicht selber will. Du noch einigermaßen fit bist, kannst du ruhig ein bisschen laufen. Dann nimmst du nicht ganz so schlimm zu. Du hast jetzt was in Fitness?
Schon 5, das ist okay. Ja, man schläft, weißt du. Keiner weckt freiwillig ein Baby, wenn's nicht sein muss. Das macht keiner freiwillig. Jeder ist froh, wenn's Baby schläft. Endlich kein Gekreische mehr. Wenn's nicht sein muss, wird ein Baby nicht geweckt. Wir kriegen wahrscheinlich noch vor dem Geburtstag von der Kleinen das nächste Baby. Dann haben wir 2 Säuglinge. Eins, das kurz vorm Kleinkind ist und ein frisch geborenes. Ist schon rausgekrabbelt. Können wir dem bitte eine neue Windel geben? Nein. Warum nicht? Da. Einen kleinen Stinker. Die hat sie mal kurz fallen gelassen. Habt ihr das gesehen? Sie das Kind mal kurz fallen gelassen. Wie Windel wechseln, will ich nicht. Patsch. Ich hab dich nicht angefasst. Ups, die Kleine hat gespuckt. Die tut nicht freiwillig Windel wechseln, das ist das Schlimme. So nicht. Jetzt ist sie erst aufs Klo. Hat die da auf die Windel gehockt? Das ist immer wieder faszinierend. Nein, nein. Ab ins Bett mit dir. Hopp. Wo ist die andere Schwester? Will ich nicht. Ins Bett, wo auch immer du dich rumtreibst. Wollten sie alle 2 heimlich baden gehen? Haben gehofft, ich sehe das nicht. Und du packst das Baby ins Gitterbettchen. Echt jetzt? Weißt du was, Madame? 5 Uhr morgens. Thank you.
Ich weiß nicht, ob die Moin schon aufhaben, aber ist egal. Wo war das nochmal? Hier, oder? Ja. Du nicht, du nicht, du nicht, du nicht und du nicht. Sie will ja Bodybuilderin werden, ne? Da muss er auch ordentlich Gewichte schleppen. Das ist anstrengend. Morgen jammert sie, dass ihr alles wehtut. Muskelkater kriegen unsere Sims nämlich auch. Anstrengend. Und wenn ich sehe, wie die sich da dran verrenkt, oh mein ja, die zerrt sich doch alles. So macht man das nicht. Das sagt dir jeder Trainer. Morgens um 6 Uhr und die Fitnesscenter ist schon voll. Ich bin echt mal gespannt, was für Berufsmöglichkeiten wir machen können, wenn die so trainingaffin ist. Trainer, guck an. Der hat ihre Dingsbums nicht korrigiert. Kochshow beim Trainieren, ne? Was will man mehr? Doing. Das kommt auch, wenn man trainiert, dann stinkert man auch. Mm-hmm.
Muss die jetzt da rumhampeln, während wir den Sandsack bearbeiten? Also wenn sie da eine in die Goschen kriegt, darfst du sich nicht beschweren. Fünf Stunden hat sie jetzt trainiert. Fleißiges Kind. So, dann kannst du hier dich ausgiebig duschen. Pfeift unter der Dusche, okay. Das nächste Mal könnte sie die Kleinen mitnehmen, können sie hier beim Piratenschiff parken, während sie trainieren geht. Das wäre doch eine Idee, oder? Ich hab was gesehen, ich hab was gesehen. Hat die jetzt ernsthaft noch das Badetuch an? Ist jetzt nicht dein Ernst. Das Fräulein mit dem Badetuch. Sie hat wirklich ein Badehandtuch, das Badehandtuch noch an. Und der hat uns eine ganze Schale Tofu-Würste da hinten hingelegt. Die nehmen wir natürlich freundlicherweise nicht mit. Thank you.
schöner Sieg. Ihr Dupser. Wir könnten den nach dem Test im Match fragen. In der Erwachsenen und sie ist noch ein halbes Kind. Ja, nee, so weit gehen wir jetzt nicht. Abenor? Bad trip. Dag Dag. Dag Dag. Sully Sully. Kriegt sie noch ein bisschen Sozialkontakte? Sully. Shirsha. Duka. Rebna. Kalibna. Rack. Swobriff. Swobriff. Maxim ist uns ein Früchtchen. Die wird gleich mal aufs Ganze gehen. Bisschen koketter Stimmung. Oh, Kissamoy? No, Flamon. I am Sum. Rogava. Kinkubu Koiba? Oh, Yves! Sieht, probiert mal, wie es da ankommt, ne? Macht man dem Alter ja mal. Mal kicken, wie man ankommt. Gott, ist die dünn. Das ist echt die dünnste in der ganzen Familie. Ja, aber thanks. Griffin. Das Bar de Blanc. Das ist neu. Oh, hübsch. Guck mal. Hübsches Kleid hat sie da. Mit blauen Schuhen drunter. Na dann. Chimere Jabin Slawfish. Ah, Vobida. Jabin. The harp. Ah. Oh, roll D. Shishitwa. Abimo. Okay. So, du kannst aber jetzt heim. Dann haben die Geschwister alle vier ihren besonderen Tag gehabt. Die Kleinen gestern und Tamara und heute die Maxim mit ihrem Turnen haben sie alle ihre besonderen Stunden gehabt. Ihre Belohnung dafür, dass sie ja immer so fleißig mithelfen, ne? Das haben wir das letzte Wochenende davor auch schon mal gemacht, dass wir die gründlich trainieren gelassen haben. Die Mama, du machst nichts Sinnvolles da, oder? Nee. Dann würde ich mir wünschen, dass du deine Tochter tippen üben lässt. Das muss die nämlich dringend. Die schläft jetzt. Naja, gut, nach 5 Stunden Training wäre ich auch todmüde.
keine Ausrede, die Mama hat Platz gemacht. Sind die Viecher versorgt worden? Nö, ne? Nee, du nicht. Sie macht noch mal Hausaufgaben. Ernsthaft? Ja, fein. Die macht freiwillig Zusatzaufgaben. Die hat schon Bäuchlein. Die hat ihre Zusatzaufgaben gleich fertig. Nehmen wir jetzt echt noch eine Runde joggen. Na dann. Die kriegt echt nicht genug Sport. Sehr schön. Ach, die soll das Computerding werden? Nee. War schon der Geek. Also Madeleine. Du bist oben am Experimentieren, okay. Das mit Erwachsenenlesen habe ich immer noch nicht hingekriegt. Wo ist denn die Mama eigentlich? Im Garten. Dann gehst du. Mm-hmm.
So, und die hat gleich ihre 4 Stunden tippen. Machst du da? Nach der Lütten gucken. Smein, Sorpelhisch. Shiba himba. Auf dem Weg. Perloy, perfapa zoo zoom bow, Jerome, Ebo, Bolso, Marco Gora. Dann erzähl mal dem Kind mal, dass es Geschwisterchen gibt. Winubu, Pomo, Gesheroy, Permoy, Gromzari. Dimpeb so so bay. Job Wanoosh Blush. Bon and Gravy? Oh, yibs. Arabrup? Oh, Odissa. Oh, guck mal, das Kind geht fühlen. Wie fühlt sich das an, das Baby im Bauch? Wie witzig. Gut. So, 3-mal Klettergerüst, 1-mal ein Tippspiel, kenne ich nicht. Und Motorikfähigkeit, ja gut, das sind wir ja eh neben dem Brei dran. Was ist denn ein Tippspiel? Zeig mal. Zur Hölle ist ein Tippspiel. Das gibt's gar nicht. Ah. Also nochmal Spiele. Das muss er machen, bis sie die höchste Punktzahl hat. Okay. Jetzt guckt euch das mal an. Die Maxim war 5 Stunden im Fitnesscenter trainieren. Die war jetzt joggen und geht jetzt selber noch einmal an den Sandsack zu Hause. Die wird ja gar nicht müde. Nur beim Zugucken bin ich schon fix und alle. Wovon habe ich jetzt Geld gekriegt? Keine Ahnung. Quatsch, tu doch nicht. So, und du hast trotzdem für heute genug, nun gehst du ins Bett.
Und ich mache auch Feierabend. Schön, dass ihr da wart, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Sonntag. Lasst euch gut gehen. Esst für mich ein Eis mit. Ich habe nämlich keins zu Hause. Und ja, kühlt euch ab mit Fußbad oder was auch immer. Und wenn ihr Böcke habt, sehen wir. Quatsch, heute ist ja gar nicht Sonntag, ist heute Montag, aber ist auch egal. Wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Bis dorthin. Macht's euch hübsch und lasst euch nicht ärgern. Tschüss.